So, ich wünsche auch jeden einen den Frieden von Gott in diesen Uhrenstunden, den letzten Uhren, die wir geplant haben. Ich will nur denken, über das Wort Gottes, dachte ich, will nur endlich, wo die Kurbel soll noch wieder singen, dass wir also aus der halbe Herrlichkeit auf ihr, dass ihr Gesang so ein reichen Klang haft. Du hast eine sehr dringende Botschaft, Bane. Sei einmal, ich sie einmal bewegt. Und ich freue mich wirklich total, wenn ich dann meine, dass Menschen sich tun in dem Bereich Brücken lassen, dass Leute an euch tun. Dass ich sterbe wirklich, ob dieser Ort kein Rücken gebracht worden. Dass wirklich die gestrige Leute keine gesungen worden. Das ist für mich eine ganz gewollte Botschaft. Sei dann mal einmal, dann haben sie mir die Predigt und mäßig den Hort Rücken genommen. Wenn ich habe all selbst belebt und gekriegt, dann habe ich auch nicht so gut zu reden. Aber ja, ich freue mich immer wirklich, wenn wir so eine schöne Leute kennen haben. Und ich erinnere mich dann auch immer, dort im Himmel auch viel gesungen wurde. Und wenn wir hier uns nicht ergänzen, erfreuen und Gesang, dann freue ich mich manchmal, dass es da nicht zu langweilig sein, wenn da viel gesungen wurde vor uns im Himmel. So, von der auch den letzten Mund. Dankeschön für jene gute Abnung für diese Zeit, uns auf die Schein gegangen, sind gut versorgt. Und freue uns wirklich mit, und weil New York den letzten und das Thema Jesus kommt wieder, bist du dabei, über nur denke. Und vertraue, dass der Geist Gottes wirklich kann und dass wir wirklich verstehen, was Gott seinen Wählen wirklich ist. Und wichtig ist, seine eigene Dubi. Mianke hat am Anfang einen Tag zu lesen über den 2. Petrusbrief, im 3. Kapitel. Wie manche dort immer waren, dort Menschen mit dem Thema abkommen, von der und nach finde ich dort nicht mehr so sehr. Dort Menschen irgendwo wie und dort nicht mehr Gläubige da und dort der Herr wahrer kommen wird. Aber an der Bibel finden wir all so eine Tide, wo Menschen je red wird und gesagt, dort hat irgendwo wie all immer wir und dort wir durch so ein Wort wirklich an Betracht kommen dort. Abartliche Städte wie eine große Verfolgung an die Gemeinde, und dann einmal kommen sie was durch, dort die wir alle Triebsalz tät, und dann wie Jesus vielleicht all gekommen, hat sie in die Gemeinde all geholt, und wie sind wir durch. All diese Dinge fingen wie dort in der Bibel diese Dinge beschrieben worden, und Paulus dort einmal klären muss, dort ist nicht so dort, wenn Verfolgung an die Gemeinde übrig, wenn das Evangelium soll, dort hat dann meint, dass die Triebsalz tät du hast, sondern dort Paulus dort einmal war er beschrieben hat und dort nicht ab den Orten, wie es ist. Aber mir hat einmal diesen Text gelesen in den 2. Petrusbrief, im 3. Kapitel, von Verschneien bei 14 Dächt. Du sagst, dass der Herr verzeiht die Verheißung nicht, wie es einige für einen Versuch halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße findet. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel mit großen Krachen zerjohen werden. Die Elementen aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Da nun das alles vergehen wird, wie müsst ihr euch dann durch einen heiligen Lebenswandel und Gottesfurcht auszeichnen? Indem ihr wartet und hineilt auf das Kommen des Taues Gottes, an dem die Himmel vom Feuer zerjohen und die Elementen vor Hitze verschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr darauf wartet, bemüht euch vor ihm rein und unsträflich im Frieden gefunden zu werden. Des Tages wies dann Strukturkreis abhand. Dort hat nicht stammt, dort Gott dort versprechen haft, dort hewara kumme Wort, der ich erst, sondern he sagt, ich war dort nicht vertraglich, ich war dort nicht versieme, so ist wie manche mal wird versieme daune, sondern he sagt, in jenen Fall, der Herr versäuert nicht, der Wort uns ein Dach kumme. Du wir Menschen, der hören diesen Gedanken, ich rehe vielleicht, dort kumme von unserem Herrn, all ewa via. Mir janka tutan Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 11, einen Vers zu lesen, wo diese Verheutung endlich zum Anfang gesagt wird, an den Bereich krieg, wo Jesus in den Himmel fuhr. Apostelgeschichte 1, 11. Das heißt, dass das
Sie sprachen, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch wich in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Hier war die Verheutung gegeben, wo Jesus appiert wird und wo heute in im Himmel fuhrt, du stünde den Männer von Galiläa und kickte den Hingeron, wo er in eine Wolke im Himmel fuhrt. Und dann ward ihm dort hier alle Verheutung gegeben und gesagt, warum stuh ich hier in Tscheche nur dort, dort wach fort? Das Jesus, der wird zu Stittri kommen. In dieser Verheutung, der Petrus hier in den Petrus bräuft, ich werde ihn holen. Heute sage ich, dort stammt nicht, dort wird Tachlote. Dort wird passieren. Der Herr Jesus wird kommen und heute wird wirklich kommen, so ist es wahr vor. Und wo dort nicht vertraut wird, dort ist dort Gott geduldig. Dort ist dort, dort Gott sieht, dort wird verloren gegangen ist. Gott will dort keiner verloren geht, in den nicht kommen bei dieser Entrückung bei seiner. Dort will Gott nicht. Und dort sagt die Bibel hier ganz klar an den Tieren, an den Ehen, Forscher, letzte Port, du sagst, der Krieg dort, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren wird, sondern dass jeder zur Buße findet. Und dann reicht er an den Tieren vor, sagte, dort wird aber der Dach von dem Herrn kommen, so ist ein Stähler an der Nacht. Und das ist gekriegt dort, wo viele Menschen sich von der übergrüllen. Die haben irgendwo wieder denken, auch noch so Gottchen ja Gottes, der Hanne sogar das Denken, dass man so danach angeschlupen sind, dann wird man immer vorbei sein und hat sie nicht abgewasst und hat nicht gewerkt, dann hat er mich verjährt. So ist Gott nicht. Ich habe mich viele Mal geängst, als ich mich bekehrt habe. Und ich will danach nicht schlupen gehen, wenn ich mit Angst irgendeine Stunde, was das passiert. Ich komme mir das so klar erinnern, als ich saß hier in 17 Jahren wieder. Dann kommt mein Vater in die Hüse und dann hat er ein Buch gemacht vom Stuhl. Und ab dort Buch am Umschlag wie eine drei große Saße bauen. Und das ging am dort Maultecken. Und für dort habe ich sowieso sehr Angst. Und ich will von dort gut weiter. Mir wird dort eine Ablehnung. Aber meine Sehnsucht dort am Horte wie so groß, dass ich das Buch lesen darf. Und du wirst so viele schreckliche Dinge von der Hall und von dort Maultecken und von dort alle beschreiben, dass ich dort einfach wascht, schmeut und für mich allein ging. An Snuba über Goste, da jemanden trägt den Schneider, du noch ein bisschen Ohrbeere. Mir wird das so wunderlich, wo du den Maut nachher heute noch was tun. Dort wie ich nicht sowieso bei den Maultecken und dort wie ich nicht ab und ein. Und was möchte ich nicht noch bewähren nach Lohnreude? Ich habe bei mir klar, das ist nicht echt. Wegen nu wie dort Olbatur, dort hat Moltik in Olambika beschrieben wird, nu kommt der Herr furzt, und dann wird das echt. Und an der Zeit, kann ich mich so erinnern, hat ich einen Onkel, der hat sich bekehrt. Und der kommt nach Bolivien, in der Haftung, dann sind Zeugnis uns wieder gegeben, und wo ich mich erinnern kann, wo der auch vertal hat, arm als Kind, kriegt diese Angst, und einmal mit verschiedenen Wehen angeprägt worden wie er. Und dort habe ich so ein großes Verlangen gehabt, dort wann er uns noch sich können befreien, euer das Welt eng du wir. Und dann wird es passiert, und wenn ich den Häuser sage, einfach ganz ehrlich, sie sind aus jungen Lieden im Lauf hier vorne im Stuhl, und sie haben bloß 1 Kilo Socker und 1 Kilo Mehl, das dort gekauft werden, dort riecht all Eva, was das Welt eng du ist. So sind du so viele, Lehre, Denke, Bücher, Prägungen gekommen, dort irgendwo wie man immer vielleicht Menschen auch bei dir kommen und sagen, was nützt uns dort, wenn wir bloß einmal hier nüstern ein du und du passiert nie nicht was. Der ist dort sind vielleicht viele kalt geworden, aber wie man nicht dort läuft, sondern wie man dort, wo Gottes sagen hat. Die Bibel lehrt uns dort Stunden in Tag und Tiet. Dort fehlt uns nicht weiter. Dort wo wir nicht beleben, keine weiter. Dort ist nicht ein Reken, wo wir dort nicht reken können, wo der Herr Jesus kommt.
Dort meint ihr dort, dort du sollst alle Tiet reut sein. Und dann hat ihr uns dort nicht was üt, weil ihr, wenn ich aber starb, soll schweute da und soll schwor schofe da. Und mir wird man einmal hostig die Arbeit wahrgenommen. Und mir wird gesagt, nun kostet ihr was Betret da. Mir ist dort noch niemals schuld gewesen, dass ich an der Arbeit nicht kann wieder behaule. Weil ihr dort, wird wir hier von der Uhr alles staunen. Die jenen Eva, die überschwimmlich große Freudigkeit, was wir an Jesus haben, was wir dann an Tag geworden, dort wie diesen Charpa, den verweslichen Charpa, den Voideoschen Charpa, und alles, was von der mit Voideo, Triebsalen, Schmerzen zu tun hat, wurde loslotig. Und mit Jesus taub, eine Wolke, nur eine steht vor, was unsere Uhr und unsere Uhr noch nicht gesäune und gehirrt habe, unutsprechliche wollte ich fern. Dort soll uns niemals schuld sein. Dort, wenn dort man einmal offerhaft wird kommen, dort wieder verwesliche und Schmerzen und Weide auch übertragen darf, wenn man einmal mit einem unvergänglichen, scheinen Körper Jesus entgehen kann, am Beamten sein und zu bleiben, an alle Ewigkeit, an dort, wo keine Schmerzen und keine Tränen mehr worden sind. Die graute Frau, die hier hinge gestalt hat, was du da bist. Bist du einer von euch, wo diesen Wort untrafe aus dem Dorf in der Nacht? Geschwister, ein Mann, eine Person, wie Jesus an Tag geworden aus dem Dorf in der Nacht, der hast du nicht bei. Der hast du euch vorbereitet. Und deswegen ist mir dort wichtig, dort wieder auch Verständnis kriege, dort wie nicht brücke ans Ängste. Wenn auch mit dir gesagt wurde, dort kann sein, dort bin ich bei dir gekommen, oder euer diese Botschaft, der lang ist, ans Herrn Jesus kommen wird. Das soll uns nicht bewegen. Aus einer, der dir reut ist, denn der dort viel euer motiviere, in sich wirklich diese Freude geraten merke dat, dann als endlich das Schmerzenleben am Körper zu ein. Und ich komme mit der letzten Kirchismusfrau aus an meine Jugend, an meine Kindheit immer nicht klar. Die Frau hat so gestalt, was habe ich nun das alles zu lernen? Dann sage ich dort, hier habe ich zu lernen, dass er zu einer Tätenstunde kommen wird, der keiner wird. Und deswegen soll wir reut sein, um am Entgegen zu gehen, mit Freude, am Beamten zu sein und zu bleiben, bei an alle Ewigkeit. Und hier habe ich einen Widerspruch, wegen dort irgendwo, wie immer dort den Gedanken so hat, dort hat so mit einem trüben Schmerzensleben, irgendwo wie ab in irgendwo sich ütwiese, wo eigentlich keine Hand kommen aus dem Himmel oder an der Hall. Und dort ist es dort, wo die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt eine klare Zuversicht. Wo die Hand kommen wirst, wird nicht entschädigt, wo du stirbst. Kalt gesagt ist das, der Hall fängt nicht nur an, wo der Mensch an das hallische Vieh geschmäht wird. Der Hall fängt an unsere Säule an, wo wir nu an unserem Leben nur noch arbeiten, dort wir dem Satan gefallen haben. Wegen Satan als ein Varia, Satan als ein Stehler und Satan als ein Teutender. Und dort der er auch nu, der er uns Varia und nu der er uns bestehle, wenn wir uns dort luten, wenn wir nicht mit Jesus leben. Und nun kriegen wir all manchmal dann die Peinlichkeit an unsere Säule, an unseren Denken, an unserem Leben, wo der Hall wird bloß am Kopf nehmen. So mag wie der andere Siedok sein. Nicht dann, wo wir bloß einen Fried haben, wenn wir erst am Himmel bei Jesus sind, sondern der Fried, wo du vollkommen wird sein, der wirkt nun an uns, wenn wir uns vorbereiten, der ohne für den. Und das ist die Frau. Hast du erkannt? Hast du dir entschädigt, dass ich einen Tag mein Leben abgehäuft, dass ich an Glaube Jesus Christus annehmen deut, und dass ich meine Sünden schon loslute deut, und dass ich den Herrn mal einmal annehmen deut, und dass ich eine Gewissheit kriege deut, dass ich kann bearmt sein, und dass ich dann noch kann leben, wenn ich körperlich sterbe. Dort ist die große Frau. Und wir lesen hier an diesem Tag, dort ganz klar ist, dass diese Elemente, dort wird mit einer großen Herz, wird dort alle verschmelzen. Dort wird alle vergehen.
Dort sagt an den Tieren falsch, dort wird kommen und einen Dach, so ist ein Däub an der Nacht, und dem der Himmel mit großen Krachen vergunen war. Die Elementen aber waren von der Hart verschmelzen, in der jeden der Worte, der dort absandte, waren alle verbrannt. So hier kriegt erst dort all klar, wenn wir uns nochmal bei von der bloß ob dort irdische Elementen zweig den Worte beropen haben, dort wird alle verbrannt. Und dann meint er auch so viel, wenn eigentlich die uns nicht wird andere vorbereitet haben als dort, dann sind eigentlich die Mank, wo du dann auch verschmelzen und verbrennen. Und dort ist nicht Gott sein Wille. Gott, der du wie noch nicht seinen Sehen, schreit ihm in die Hohle, wegen der Wille nicht dort du verloren hast. Der Wille dort du eine Entscheidung traust und dort du ewig Leben kriegst, und dann wirst du auch leben, wenn du wirst sterben. Da wirst du dem Körper uttragen in einen neuen, unverweslichen Körper haben, wo dein Denken mit angewackelt ist. Und dort Denken und dort Gefühl in all das Unsichtbare, dort ist die Seele, und dort ist die dort, wo wir uns von der und nach, wo wir uns entwickeln, und wenn dort nie allsäulich ist, wenn dort nie allglücklich ist an diesem Leben, dann meint dort, wir haben eine Vorbereitung, und wir dürfen uns nicht fürchten, wenn wir bloß noch von den Schmerzen und von diesem Körper erlöst worden, wo es sowieso nicht im Himmel ankommt. Willst dann haben wir irgendwo betere, dann ist dort kriegt diesen Übergang, wenn wir irgendwo viel betere können vertuschen für dort, was wir haben. Dann wehren wir uns doch nicht. Wir sind jedoch sogar reut, eine große Summe Geld zu tun, zum bloß ein besseren Auto haben. Tote tun, dort wie wir betere haben. Wir sind reut, mit Gerätschaft auszutuschen, wenn das alle Worten verbrückt wird, dann dürfen wir, das Geld, was wir ins Topf geschafft haben, dann sagen wir reut, einen Priester tun, dort wie wir betere können. Leute, du hier, das Priest ist betont, dort du diesen Körper, wo die sowieso viele Mal gebaut hast, wo eine Hütte ist, bloß wo Beine, du wo jässlichen abbühen kannst, an deinen Gedanken, an deine Säule, du kannst die Beine wo abbühen, wo viel wo betret ist. Und dein Priest, der ist getont. Dort hat Jesus um Kreuz ab Golgatha getont. Das Priest ist ganz betont. Du darfst dir nicht einen Priester tun. Du darfst dir entscheiden und dort an Glauben und Jesus Christus annehmen. Und dann darfst du auch nicht mehr Angst haben, dass Jesus aus dem Dorf eine Nachkommen wird. Jemand, der sie ihnen überwacht, repariere. Ich habe den Nuba durch Hahn und fragt, was ist denn diese Zeit? Da sage ich da, ich denke, über die Zeit, wo ich einmal wach, bei der Herr kam, der ich über die Zeit nach meinem Überwach repariere. Weil ich denke, wie sie eine Anstahlung. Einmal, was er deut, dass wir dort dauert, nicht bloß, wenn der Herr noch nicht kommt. Und in diese Sehnsucht, in diese Freude an uns zu wirken, dort kann nicht der, der eine Furcht besattet hat, jen über Gott. Dort kann nicht der, der nicht vorbereitet ist. Für dort, wo Jesus durch sein Wort anbeutet hat. Wie seine dort, dort hat wieder jen an diesen Tags, dort hat er gesagt, dort wie erwarten, die sich vorbereitet haben, der erwarten einen neuen Himmel, eine neue Erde, der du verheutet worden hast, und dort dort eine Erde, ein Land, was seine, wo Gerechtigkeit wohnt. Du hast nicht mehr Ungerechtigkeit, du hast nicht mehr Schlammet. Und dann sage ich dir 14er Falsch, du wie ein Geläufte, will wie du darauf warte, bemüht jünd, fahre arm, rein in unsträflich, an Friede gefangen zu werden. Und dort ist mein Wünschengebet ganz von heute, dort wie wirklich an diese Zeit uns unstrebend tun es, dort wir rein und unsträflich Pfarrer am gefangen worden, und dort wir uns nicht brücken, mit einer Angst rumgehen und uns fürchten daunen, wo wird es noch mal ein Tag sein, keine Klarheit haben, keinen Bewusstheit haben, und immer bloß an dieser Angst leben, sondern wir können über das Wort Gottes diese Versprechungen finden, dort wie aus King, wie aus Menschen eine ganz bewusste Seligkeit kann an uns all von der Uhr haben, nur die Verheutung, nur wo das Wort Gottes sagt, erlöst worden von unserem Körper in Beamte seine an alle Ewigkeit, wenn er uns kommt. Wir danken dir, der zweite Port, das ist endlich dort, dort die Verheutung du hast, dort er kommt in einem Bereich, ab dort nur haben, wo uns gesagt wird, wo soll uns gefangen worden, wann er kommt. Wir danken dir, der andere Port, in 1. Thessalonicher Kapitel 5, ein Wort falsch zu lesen. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 2 in wieder.
Du sagst dort, dann ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Hier war er am Dotzal, die wir dort lesen. Dann verstreut euch dort wieder, wenn sie sauen werden, Friede und Sicherheit. Dann wird das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entkommen. Dann redet über uns an. Nun redet euch euch an, die all reugemerkt sind, die all Jesus angenommen haben. Die redet die vierte falsch an und sagt, ihr aber Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Hier ist der Unterschied. Doi, wo die bekehrten Ware geboren sind, der ihr Leben nur Jesus gebracht haben, sagt nicht Leute, auch nicht eine Vision, auch nicht einen Traum. Dort sagt hier, dort Wort Gottes, die Bräuter, die Sastre, sind nicht an der Diensternis, wenn die bekehrten Ware geboren sind. Dort ging der Dach so aus und däuft über Vollkorn. Hier ist eine Verhäutung, wo mir in die gesagt wird, wo die Unterscheid ist, sei wie reut, oder sei wie nicht reut. Und dann sagt der fünfte Vers noch mal, ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Taues, wie ihr hier in weder das Nacht und nicht zur Finsternis. Ist das nicht ein herrliches Versprechen, wo Gott sein Wort entsagt hat, wenn der Herr Jesus wird kommen? Du darfst nicht einer Sahne von der Finsternis, du darfst nicht einer Sahne, wer sich grüllt aus dem Däu, wenn der Evakuum war, mit großen Waffen reingemerkt worden, sondern die geradste Waffen, die wir gerne haben, ob wir uns nicht grüllen dürfen, dort ist der Jesus Gottes, dem, was wir kriegen, du darfst, dass wir uns erkennen aus dem Sünder in Jesus, der Autorität über jeden Arm unnehmen, aus unserem persönlichen Herrn Heiland. Und dann sage ich dort wieder in Vers 6, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen des Nachts und die Betrunkenen sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören wollen, nüchtern sein, gekleidet mit den Panzer des Glaubens und der Liebe und mit den Helm der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern um das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zugleich mit ihm leben. Darum ermahnet euch jenseitig und ermutigt einer den anderen, wie ihr das auch tut. Hier ist so eine ganz klare Antwort. Dort die Menschen, die durch Jesus angenommen haben, die dürfen sich nicht an die Finsternis fürchten, die dürfen nicht diese Angst haben, wo wird das passieren, wenn ans Herrn wird kommen. Wie weit dort, wenn ich in die Woche lebe, wenn der Herr wird kommen, eine Wolke, dann werden wir verwandelt worden an dem Körper, den wir von der Uhr haben, zu einem anstofflichen Körper. Und dann werden wir mit dem Wort an Jesus angeschlossen sein, dass wir eine Anleitung holen, zu Glück mit einem an der Wolke abgenommen worden, und uns wird nicht schuld sein von dem Leben. Uns wird dort nicht Leute sein, oder wir nicht länger können hier leben. Wie wurde uns so gewaltig frei, wie wurde so wird scheinet, und so wird gewollt, geprachtlicher, schmocket, und goldet, beleben, dort uns nie wird dort schuld sein, oder wir nicht können länger aber ihr leben. So, nun oberte der zweite Sied, der du nicht vorbereitet sind. Dort ist dort ganz erst in der Graz der Schrauche, ich habe sonst nie im Leben belebt. Aber ich habe mit so einem Menschen geredet, wo so eine Dinge belebt haben, wo ein Dieb überraschend danach am höchsten anbrechen wird. Und ich habe viele Mal gebetet, Gott, Lud hat nie Tau in mein Leben, denn ich kann mich an dem Bereich nicht. Aber ich stelle mich vor, dort hat ein Scharakend erst. Wenn an dein eine Heim, in deine eine Familie, wo du läufst, Däuven an die Brecke, wo du kommst, mit einem bebunden Kopf, mit großen Flinte an der Hand, entscheidet du Raum und weißt nicht, aus du nicht nur krank getötet wirst. Ich komme dort feststellen, dass dort ein von dort Schrecklichste an diesem Leben passieren kann. So eine Begebenheit zu beleben, wo ein Däuven danach die vom Schlup abwirkt und mit einem Schrecke, mit einem Gescheut, und mit einem nicht erkennbaren Gesicht mich überfallen und mich durch vielleicht anbringen oder quälen oder Kinder quälen, weil ich komme mir das nicht verstehen und das die Bibel mit uns dort vergleichen. Leute, du hier, ich wollte nicht, wie dir das geht. Ich wollte nicht, dass du reut bist, wenn Jesus kommt. Oder fängst du dich nach verschrocken, wenn du dort denkst,
dass der Herr Jesus diese nachkommen will. Wir haben so viele praktische Ermahnungen in diesem Bereich. Wir haben bloßartige Bibelvers den Hauptpunkt da unten führen. Der ganze erste Satz, wo Jesus über das redet, dann sagt er, pass ab, dort in Chemon verfiert. Das fing wir Matthäus 24, Vers 4. Du sagst, pass ab, dort in Chemon verfiert. Und leider, wenn ich daran denke, da wo viele Menschen sind verfiert. Die sind verfiert mit dort, dort du nicht so viel Bibel lese. Die sind mit dort verfiert, wenn du viel was in der Bibel lese, dann wirst du auch mit Wort schlammet. Dann ist das so aus verloren. Du sollst nicht das Evangelium hier, du sollst nicht fremde Menschen anhören. Das sind so viele Wege, die mich bewegen, wo kleine Kinder von klein bis groß geprägt worden sind. Und Jesus sagt, post ab, lud ihn nicht verfehlen. Was ist der erste Moment, wo ich kann für abposten, dass ich nicht verfehlt war? Das ist, dass ich mit Jesus selbst bekannt war. Und dass ich mit Jesus bekannt war, ist noch nicht anders von der, aus der ich das Wort Gottes. Dann ist das der verfehlerste Lehr, wo das jaft, wenn die gesagt wird, die sollst nicht zu viel die Bibel lesen. Ich sie noch niemals angeworden, dort von viel Rede in sich viel Läufe sind Menschen da geworden. Das ist der verdrehteste Gedanke, wo das gejaft in meinem Leben. Das zweite, sag ich das an den selben Kapitel in Matthäus 24, wachet. Du dert uns dort aufmerksam merken, dort wie wacker alle sahne, aber dort wie keine Reut sahne. In Lukas 21 sagt dort, betet alle Zeit. Dort hat man einen gebetsvollen Leben zu tun. Sorget jün am nöscht, sondern dort jün sorge auch dem Herrn über jewe, du mottet dir das Leichen haben. Wer das alles lest, achte ab, sagt Matthäus 24, 15. So, wenn wir dort hier, dort Jesus kommen will, und eigentlich sind nicht reut, dann pass ab, dass du dich nicht verfehlen lässt. Bedacht, der ich ein Gebet auf Gott, sich eine Hammerfänge Leute. Segne Gottes Nähe. Wer du siegt, der fängt, und wer du unklappt, den wird dir abgemerkt. Das sind Versprechungen aus dem Wort Gottes. Jesus hat all diese Warnungen vorab gesagt. Und dann mag ich dort so klar, dass die Bibel diese Beispiele, diese offene Wege so klar sagen wird. Und meine Frau ist bloß und Angst, wann wir das klar gekriegt haben. Dort wie am Sonst, der ich den Glaube und Jesus Christus kenne, dort Himmelreich oben. Jesus sieht dort unter den Pharisäern, dort Himmelreich ist dich beigekommen. Wer dort nicht annimmt, so ist ein Kind, der kann doch nicht ankommen. Wie möchte das kindlich vertrühen und läuft. Wer das alle zu ziehen schmeckt und sich mit Problemen und mit Unmoral und mit allen Sorten Sünden und Leidenschaften und verfehlerische Wirt, wo keinen Antwort haben von der Bibel beschafft hat, dann kann das sein, dass das ein Tag wird zu laut sein. Und wenn du von dir oder wo Gottes hirscht und du drehst deine Gedanken gegen an und sagst, du bist nicht reut, von dir Jesus anzunehmen, dann kann das sein, dass du mit dir genug spielen lässt und dass du Gott spottet lässt. Wenn Jesus sagt, wenn die dort hier, dann verstockt die Horte nicht, sondern merkt unsere Horte ab und merkt ab dort, wo das Wort Gottes sagt, du musst dort eigentlich eine Freude haben und dass wir diese Erlösung an Jesus Christus annehmen können und dass wir uns nicht Brücke fürchten. Die Entrückung, die kommt, wie wollte nicht die Stirn und nicht den Dutem, aber das ist für heute in dort Korn irgendwo näher kommen. Das ja viel Ütleihung über die Endzeit, das ist nicht mein Thema. Mir Jan hat bloß dort sagen, die Bibel sagt dort ganz klar, dort heute kommen wird eine Tietenstirn, wo wir nicht angedacht haben. Bloß die Unterscheid hast du, wenn du reut bist, fräst du die Armen jenen zu gehen und Beamte sein und zu bleiben. Wenn du nicht reut bist, dann schreckst du die, wegen du bist nicht reut. Dort ist das selbe, wenn wir ungehorsam jenen der Älteren leben, dann fräst du, wie uns mit dir zu trafen. Und wenn wir aber dort tun, wird wie Säle tun, und wir uns dort läuft, wird unsere Älteren uns sagen, dann der wir uns nicht fräste, sondern wir haben wem, der uns läuft. Wir haben wem, der sich an uns kämmert. Und wir haben einen großen Gott, der sich an uns kämmert. Den wir dort nicht zu schuld, dort sehen einzelnen Sehen, den heute läuft, der sich gewollt geharrlich hat, im Himmel verlutet hat.
Hij schijkt ons zien op ied. En hij wordt als mens geboren. En hij kreeg kracht en gevoel als eigen duur hebben. En hij kreeg kracht deze versuchungen die eigen duur van de hij kreeg. Hij had bloos, ik wil zeggen, bloos nog vijfmaal zoveel problemen om zich als wat eigen duur van de hij gehad hebben. Hij had bloos nog vijfmaal sterkere mensen vien rond om arm als wat eigen duur jemals gehad hebben. Wegen seiner Menschenfien wird er nicht bloß so stark, dass er die voll spürt, oder was sei, was du nicht reich gemerkt hast, sondern am Namen mit Soldaten und mit Stangen und deine Arme den schrecklichsten Tod, was er jäuft, um Krieg zu nehmen. So eine Fien hat Jesus Christus. Und das wird das Erlösungswerk. Und sein Blut dran dann, um Krieg zu Golgatha, damit dort meinen deine Sünde keine gewaschen werden. Und wenn das Opfer nicht geläuft wird, dann gehst du nicht verloren, wenn du die gesündigt hast. Dann gehst du verloren, wenn du Jesus Christus sein Opfer nicht läuft hast. Dort die Dote gering ist, wo Gott durch seinen Sehen gemerkt hat, du machst dort wie uns eine Freie, wenn heute sein geholt will. In das andere, was mich Janke hat, ein klein bisschen nur unsere Gedanken aufmerksam zu merken. Manchmal fähig wir uns über, und denken über verschiedene Sachen, wann uns wird weidet. Die Bibel lehrt uns, dass Gott seine Kinder strufe hat. Wir müssen dort auch entdecken, dass Gott jeden sehen, der hier läuft, züchtigen hat. Und heute sage ich, wer diese Züchtigung nicht wahrnimmt, dort ist es einer, der nicht arch ist. Und ganz, ganz ehrlich gesagt, dann bestrufe ich du, oder ich meine Frau, nicht jene Kinder, sondern unsere Kinder, die wir abtragen und belehren. Und manchmal, weil wir diese Züchtigung von unserem Herrn Jesus Christus nicht annehmen. Wir wollen uns nicht belehren, Leute. Wir wollen nicht eine Gegenwart Gottes leben. Und dann irgendwo, wie fühlt sich uns manchmal so, ist das wirklich so, dass wir Freiheit haben, wenn der Herr Jesus kommt? Jo, bekehrt. Jo, ich sie war ein Bruder. Jo, ich hat mal diese Gewissheit. Aber, wird das wirklich so sein, dass er mich was mitnehmen? Dort kann sein, dass du verschiedene Dinge nicht anerkennen hast, was Gott mit dir durchführen will. Und du dich ungehorsam wirst. Und nicht was in der Gegenwart Gottes leben. Kann alle du sein. Aber wichtig ist, dass du reut bist. Und dass du Jesus Christus anerkennen hast. Dass du dich sein Wort belehrt wirst. Das ist das Beste. Jemand sagt mal, das steht. Ich war Läufer, Gläufe und bestraft worden. Aus von Gott, der ich ein Schicksal bestraft worden. Und ich bleibte über Stunden und dachte über nun. Gott sein Wort hat uns die ganze Reihe Folien gesagt. Gott sein Wort sagt uns am Petrusbrief, dass uns die jährliche Kraft geschunken worden ist, dem ein Gott soll jetzt Gott für euch leben führen. Hörst du mal, die Gottes Kraft, dass uns geschunken worden, dem ein Gott soll jetzt leben führen. Hier nur all ab dieser Erde. Der ist uns geschunken worden. Die darf ich uns nicht verdienen. Der Unterschied ist manchmal, der ich dort wieder praktiziere, nicht erfolgt habe, nicht Erkenntnis habe, wo man der Amt gehen, uns verlassen, nicht läuft, wo ich umgehen, einer mit den anderen, Grimm, Hut, Betternis, Zorn und alles an unserem Leben nennt, und irgendwo wie man einmal kommen wir bei diesen Entschluss, dass dort Gefäules wacht. Ich habe irgendwo nicht diese Liebe zu Gott. Der ist mir geraubt worden. Vielleicht sage ich noch, das habe ich der andere Schulter an. Ich selbst habe ich mein Bastard immer gegeben. Ich habe immer den Geschmack gemerkt. Ich sehe dir das immer doch, dass ich das so und so will. Das kann alle mehrlich sein. Meine Frau ist hier bloß zu alt, die sich bekehrten, war er geboren sind. Der aber nicht wirklich die Freiheit haben an Jesus Christus. Dann sollst du Buße tun. Jesus Christus will haben, dass du über dein Leben ansetzt, dass du am erkennst, auch aus einer der seine Kinder bestraft hat, auch aus einer der seine Kinder belehrt hat, damit du die volle Freude genießen kannst. Und der sagt, es ist das, wenn ein Vater seinen Sehne oder seine Kinder oder eine Mama abrechtlich mit Leib bestraft hat, dann passiert meistens, du hängst eine Liebe von Kind nur den Mama oder nur den Vater. Und dort ist Kraft, dort, was uns passiert hat. Wenn wir Schwierigkeiten aus Kinder Gottes durch unserem Leben durchgehen. Und wie manche dort, das ist eine Sache, wo wir nicht Verständnis für haben, aber wie vertrüge Gott eine schwierigste Sache. Und wenn wir durch sind, dann sei wir Dankeschön, dass ich das gelehrt habe. Gott hat mir eine Lektion gegeben. In diesem Bereich wünsche ich jeden einen, der das klar hat, dass Jesus an sein Erlöser ist, Leute, die von nichts ablenkend merken. Lud die nicht auf
kommen von dieser Liebe Jesu. Jesus will die belehren, Jesus will die helfen und Jesus will wirklich dort du mit Amt bleiben. Der ist mir jankert am Schluss im Lukas Kapitel 21, Vers 16, da ich den Vers zu lesen. Am Lukas Kapitel 21, Vers 16, da ich. Du sagst dort, darum seid nun alles seid wach und betet, dass ihr würdig geachtet werden, all dem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor den Menschensohn zu stehen. Das wünsche ich in jedem einen, dass wir das wirklich klar an unserem Leben können haben. Wenn du Jesus noch nie im Leben angenommen hast, dann wünsche ich, dass du die Erkenntnis kriegst, dass Jesus sein Wort sagt, wenn du deine Sünde bekannt, dann als er treu und gerecht, dann verjäfft die dein reinigt die. An 1. Johannes, an Evangelium Johannes 1 sagt dort, all die, die am Annehmen der Jaffe, der Drach, Gott seine Kinder zu werden, der an seine Namen glaubt. Dann wünsche ich, dass du dir an Glauben kannst annehmen und kannst ein Kind Gottes sein und du wirst würdig geachtet worden, nur das Wort Gottes nur, Tim, wirklich ein Tag mit Freude, Pfarrer Jesus stunden. Du wirst keine Furcht sein. Wenn du aber in deinem Leben dort klar hast, dass du dort mal diese Entscheidung gemerkt hast, aber der ich verschiedene Sachen, als mir die Maut geraubt, und die, das alles, was als in meinem Leben für Schwierigkeiten gekommen, Sinn, Bitternis, noch sehr wohl alles, das kann sein, das kann so viel sein, dass du irgendwo wieder sagst, das hält mich nicht mehr mit der Schuhe zu merken. Ich brauche Buße da, aber dass mir diese Maut gestohlen ist, und ich will Jesus leben. Ich will für ihn würdig geachtet worden. Ich sehe nicht da, und ich da am Gebet zu Gott beten, und ich da Buße über mein Leben, du mir, dass ich würdig geachtet worden, mit Freuden am Entgehen zu gehen, bei ihm zu sein, und zu bleiben an aller Ewigkeit. Amen. Wollen wir noch Stunden zu beten. Herr Jesus Christus, wir kommen für dich und wir sagen dir wirklich Dankeschön von heute für dein Wort. Wir haben dort Wort gelesen, dort deine wahre Kunft, dort bloß du wie einen Vertrag gerät, dort du nicht was haben, dort irgendwer verloren hat. Ich bete dir besonders mit deinem Geist, dass er möchte jeden einen überführen, wenn er irgendwer ist, der nicht nach dir angenommen hat, dass er dort kann. Dass dein wahre Kommen kommt, als uns gesagt wurde, nicht als sicher. Alle Elemente in Worte wurden verbrannt. Halb uns auch, dass wir rechte Entscheidungen trafen über unserem Leben. Wenn irgendwo wurde in unserem Leben als Fashion gekommen, wo wir seine Buße haben, ich bete bloß, dass du uns Gnade schenken in diesem Mut, dass wir keine Buße haben und dass wir wirklich mit Freuden geachtet wurden, würdig für die zu stehen, zu entfliehen, alles, was passieren soll. Du mal, dass wir die kennen, bei dir sein und bei dir bleiben an alle Ewigkeit. Dankeschön, Herr Jesus, für diesen Ohn und für dein Wut und für deine Leuven. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmen wir Platz.